Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Super Mario Odyssey. Es neigt sich dem Ende. Ich weiß immer nicht, ob du die Begrüßung zu früh machst. Nein, glaube nicht. Weiß ich nicht, aber da wo du schon gesprochen hast, da hast du erstmal 2 Sekunden gesprochen und dann war erst die Zahl, also die Video-Ding auf einer Sekunde, ist ja scheißegal. Ja, egal. Irgendwas und Peach sind dort drüben, beeilen wir uns. Irgendwas. Ja, Hut und Peach. Ja, Hutfrau. Hutfrau, Hutfreundin, genau so. Das klingt gut hart. So, also erstmal umziehen, so gehe ich nicht auf eine Hochzeit. Muss aber so. Warum? Weil der die automatisch so angezogen hat, oder? Das kann ich doch bestimmt ändern, oder? So. Hätten wir mal die Badehose gekauft. Oh. Hätten wir eine Badehose auf die Hochzeit gehen können. Also erstmal, der Hut sieht besser aus. Ah, Zylinder. Jetzt habe ich bestätigt. Scheiße. Ja, und du weißt ja schon, ich war vorhin beim Schwimmen. Ja. Und es gibt noch was viel Schlimmeres als Menschen. Kinder. Nicht ganz. Das nicht. Weiß ich nicht. Kinder. Das so gehen wir auf die Hochzeit. Okay, alles klar. Ja, das ganze Schwimmbad war fast voller Liebespaaren. Alle saßen sie aufeinander und küssten sich. Hunderte, Dutzende Male. Und du warst neidisch. Ne, traurig. Todtraurig. Okay. Keine will mich haben. Nur deine linke Hand, oder was? Oder rechte. Nee, wir lassen das. Ja, ich glaube auch. Wie kommt man denn hier zum Teufel hoch? Wir haben übrigens Mod Physics, also so ein bisschen. Also laufen können wir immer noch übertrieben schnell für mal. Mit der Blume. Währung. Lokale Währung. Nee, da waren echt irgendwie junge Paare. Hui. Die haben sich, keine Ahnung, das war irgendwann, war das echt grauenhaft. Die haben sich, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten 20 Mal geküsst oder so. Gut, nee, den kriegen wir nicht. Egal. Egal, wir haben eh alle, die man, glaube ich. Also alle notwendigen. Ja, ja. Es sei denn, wir können uns wie Bowser verkleiden, dann will ich alles einsammeln, ja. Der Mond ist faszinierend, aber es gibt keinen Fallschaden. Gibt es hier überhaupt Fallschaden? Ich glaube nicht. Ja. Siehst du dann, wenn du in einen Abgrund runterspringst? Ja, dann gibt es Fallschaden. Ey, was ist denn das wieder für eine Kacke? Hm? Der hält mehr aus. Warum hält der mehr aus? Wenn was Besonderes drin ist. Ja, befürchte ich auch. Mehr Geld. Wow. Aber, siehst du das da? Das ist Währung. Ja, und? Was wollen wir mit der? Ja, den lokalen Shop besuchen. Ja, kommt drauf an, was es da gibt. Ja, keine Ahnung. Also nehme ich die Währung erstmal mit. So. Wo? So. Gut. Hier gibt es diese Ebene. Was hast du erwischt? Keine Ahnung, ich habe das Ding zu Staub gemacht. Oh, okay. Ui, das ist etwas. Ui, ui. Was ist das? Tödlich? Ach was? Kannst du ihn befallen? Also ich den? Ja. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Kannst du mir fast vorstellen. Nee, oder? Nee. Der ist mal zu hoch für uns. Mhm. Oh, der hat einen Bohrer. Sag mal, das ist doch so ein Oktopus von dieser komischen Mallorca-Insel, nur auf dem Mond, oder? Wir müssen nochmal zurück. Also was? Vergiss es. Doch, da ist ein 2D-Level. Das letzte 2D-Level. Wir lassen uns doch nicht das letzte, vermutlich letzte 2D-Level entgehen. Doch. So, hier irgendwie. Ich sollte mein Bart wieder rasieren, der wird so langsam unangenehm. Benutzt du denn auch Feinbartöl? What? Nein.
Bartöl? Mhm. Nein, was ist Bartöl? Bartöl ist Bartöl. Kann ich dir meins gerne nachher zeigen. Sehr gerne. Bartöl. Ich benutze halt manchmal so Aftershave-Creme. Okay. Wow. Hui. Ja, gut, keine Chance. Ja, schlecht. Keine Chance. Hm, das war jetzt nicht so dolle. Da geht aber noch was. Wer macht das dein Bart geschmeidiger, oder wozu ist das? Auch, ja. Oder ist das hauptsächlich, dass du keine Hautirritation kriegst? Nee, dafür ist es nicht. Das ist ja für den Bart, der noch da ist. Nicht für nicht rasiert. Bei Mann habe ich da irgendwie so, da unten vor allem so Rasierpickel oder so. Ja, das haben einige. Ich hasse das. Wie kriegt man das weg? Weißt du auch nicht, oder? Vollbart. Wow. Also solange wie deiner ist, könnte ich meinen nicht wachsen lassen. Warum nicht? Weiß nicht, irgendwie... Hast du so einen Gemüsebart? Das ist ein Gemüsebart. Nee, aber es geht mir irgendwie auf den Wecker. Also ich weiß nicht. Aber dann kannst du viel besser denken mit dem Bart. Ah, das kann ich gar nicht gebrauchen, sondern durch den Bart durchfahren. Also ich weiß nicht. Okay. Das finden ja viele toll. Ich tue es nicht. Oh, das funktioniert ja tatsächlich. Und das war's. Ja, war okay. War jetzt nicht. Warte, ist da noch was? Oh, das war's nicht. Nochmal? Musst du da unbedingt hingucken? Kann man da nicht runterspringen und dann einfach in die Wand rein ins 2D-Level? Ne? Leider nicht. Leider funktioniert das für ein paar Gegner, aber nicht alle. Und für uns erst recht nicht. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, aber wie willst du da hoch? Ich habe keine Ahnung, mal gucken. Können wir auf dem landen? Nee, leider nicht. Ah ja, ich sehe schon. Oh, hier. Hui. So, wir nehmen Anlauf und jumpen nicht hoch genug, hä? Irgendwie muss das aber gehen. Also ich kann ich auf dem seinen Kopf landen? Nein, kann ich nicht. Dann lassen wir es halt. Und wir müssen die Badehose noch vor Abschluss kaufen. Ja, das können wir ausnahmsweise tatsächlich machen. Oh! Och Mann! Hol! Ha! Yeah! Lacker! Lacker mal lacker. Was war das gerade? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also ich wollte aussagen, ich bin ein Lacker. Was du gesagt hast, bin ich mir nicht so sicher. Irgendwas Ausländisches, aber was ist ein Lacker? Keine Ahnung. Also ein Lacker. Jemand, der Glück hat. Oder? Der Glück hat. Ja, ein Glücklicher. Nein, der Glück hat. Also zum Beispiel, das war kein Lacker. Jemand, der aus Versehen irgendwas ausweicht, was ihn umgebracht hätte. Aha, interessant. Der hat ja einfach dummes, stupides Glück. Das ist ein Lacker. So. Bald lerne ich ja wieder neue Wörter, das ist ja unfassbar. Wow. Wow. Was erwartest du? Oh, ach Mann! Das geht mir langsam auf den Sack. Nicht so. Aber hier kann man sich immerhin retten. Was kommt denn da eigentlich raus? Geld, was denn sonst? Ich weiß noch nicht, das könnte auch. Das wenn... haben wir doch schon. Ja, das haben wir schon. Okay. Mann. Dass die da nicht den Abgrund runter kuddern. Wäre praktisch, wenn sie das mal tun würden. So, ich laufe. Ich kann nicht. Ich muss. Ja. So. Hä? Spring doch, du Sau! Alter! Habt ihr das gehört? Spring doch, du Sau! Der war gut. Ach Mann, das ist doch gemein. Kann man hier eigentlich direkt irgendwie rüber? Nee, es ist zu weit. Ne? Für nichts.
So. Dann halt nicht, aber da wäre noch die Truhe und die will ich unbedingt. Ja. Hol du erstmal die Fahne. Ja, stimmt. Dann können wir hier speichern. Das ist eine richtig gute Idee. Ding Dong, Hochebene. Alles klar. Schwingel Schwong Schwong, Ibender Dong Dong aus Hongkong. Schwingel Schwong Schwong Dong aus Hongkong. Habe ich berechtigterweise Angst? Ich glaube schon. Nee, wieso? Weil deine Reimkünste wieder sehr, sehr merkwürdig sind. Das stammt ausnahmsweise nicht von mir. Es gab da mal einen Spruch, den haben irgendwelche YouTuber gesagt und der ging irgendwie so Schwingel Schwong Schwong, ich bin der Dong Dong und irgendwas mit Hutmaske oder so. Ich fand den Spruch so geil. Oh Gott, ich hab Angst. Was hast du? Ja, und tatsächlich, ja doch, dann habe ich das ein bisschen umgewandelt, weil ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Hoi! Oh, geschafft. Was war das denn? Ein cooler Typ. Träum weiter. Ja, nee. Das war's. Ja, egal. Die drei Münzen was wert. Drei? Zehn. Ach, 13. Irgendwas um den Dreh. Ist ja auch total egal. Gibt's da oben noch was? Bestimmt gibt's da oben noch was. So. Hoi. Jetzt will ich noch wissen, was es mit diesen Viechern auf sich hat. Ja. Die mögen uns nicht. Nicht die Viecher. Ich will von den Kästen. Was sind das für Viecher? Hm. Oh nein. Na. Ja, Siggi. Ja, lass was. Die Dinger waren schon immer scheiße. Ey, ey, ey. Rutsch du mal weiter ins Bild. Du bist schon wieder so ein halber Mensch. Da können wir announcen zu den nächsten paar Videos. Also, ich weiß ja nicht, wie viele hiervon noch kommen. Aber je nachdem, was jetzt das nächste Projekt wird, gibt es vielleicht zwei ganze Facecams. Müssen wir mal gucken, ob beide einen Greenscreen hinten dran haben. Da weiß ich noch nicht so recht. Und ich weiß noch nicht, ob wir überhaupt ein zweites Projekt finden, weil das wird nicht so einfach sein. Mal schauen. Okay, da. Ist das nicht eigentlich, wir sind zu spät, wenn die schon läuten? So, in meinem Gehirn, aber... Das könnte einfach nur eine volle Stunde sein. Seit 10 Minuten. Hm. Ja, keine Ahnung. Wir können ihn nicht. Oh, doch, da aber können ich glaube, wir. Aber können wir da drauf springen, genau, oder? Genau, das glaube ich nämlich auch. Dass wir dem hier eine mitgeben können. Neues. Wow, super. Finanziell jetzt nicht so unbedingt lukrativ, aber... Sag mal, Hm? Ja, auch noch. Oh, Toast. Der tauscht. Ich nenne ihn immer Toast. Also, gib mir deinen Toast. Wer tauscht? Sei vorsichtig. Ach, mit dem kann man nicht reden. Unglaublich tief. Das ist nicht Captain Toast. Es ist nur ein Toast. Ja, es ist unglaublich. Habe ich jetzt uns umgebracht, oder? Nein. Ach du Schande, da kommt noch ein Lava-Level. Ach, heil. Ja, Sigi. Okay. Also zu unserem Projekt. Wenn es blöd läuft, ist unser nächstes Projekt Yoshi. Das kann eine Weile dauern. Oder Pokémon. Aber das dauert eine Weile und das ist eben das Ding an dieser Sache. Was kann ich denn hier mit dem Pool? Bisschen flatter. Vielleicht ein bisschen Feuer spucken oder irgendwie? Wisst du nicht wie? Ich glaube, ich kann bloß flattern. Vielleicht musst du so durch so eine Flamme durchfliegen, um dann Feuer spucken zu können. Lass mal stecken. Ich will mich nicht umbringen, danke. Ja, nein, da war ja vorher rein so eine Kerze. Rein da. Oh, scheiße, was war denn nochmal die Steuerung? Ich hab keine Ahnung mehr. Bam, 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 bam. Eskalation!
Jetzt verreckt. Ha? Oi! Wir wurden im Panzer ge... Triggert. Nicht gut. Wir oder die Situation? Die Situation. Ja gut, wir sind auch nicht gut. Da guck ich. Ich meine, Geier in dir. Geier in dir. Hm? So eine. Ja. Nee, ja, passt nicht. Die tötet uns. Einfach kreis. Ja, hätte ja sein können, dass wir dann proben können. Also voll. Ja, wenn du oft genug verreckst, geht's dir bestimmt auch irgendwann nicht mehr gut genug und dann muss auch springen. Wenn du dich so 3 Stunden aufregst oder so. Oh! Oh ja. Und wie macht man das jetzt auch? Oh, wenn man einen Panzer drauf schießen lässt. So wie den da. Wenn er den treffen würde. Beide gehen. Ah, ich hab den doch mit Absicht gelegt. Wir müssen noch in den Panzer rein. Das Gute. Ah! Diese Fontäne geht mir auf den Sack. Wow. Aber immerhin, wir übersteuern seit den letzten paar Folgen nicht mehr. Echt? Glaube. Ich glaube, es geht mittlerweile. Ich glaube es nicht wissen. Also, soweit ich weiß, haben wir es hingekriegt. Ist ja cool. Ja. Freut mich. Ja. Ja. Nicht? Die Sonne. Ja. Nicht doch. Boah, die sind ja mies, die können sich gegenseitig killen. Ist gut. So. Also, komm, Fontäne. Los. Yay. Yay, habe ich gesagt. Es wird einem hier schon wieder. Das ist wie mit einer schwerhörigen Oma. Ja, du bist eine schwierige Hörige Oma, okay. Das kann hinkommen, ja. Du schwerhörig. Oh! Oh, wir müssen. Ja. Okay. Ach, der Panzer gespawnt hier. Wow. Oh Mann, die Steuerung ist scheiße. Und die. Haben wir einen Schlüssel? Nee, haben wir nicht. Schade. Wäre cool, wenn wir einen hätten. Oh. Yes, ist gut. Kabum! Nimm mich mit! Das ist ja gemein. Wir können die alten Mario-Teile spielen, wenn denn jetzt mal die Virtual Console rauskommt. Ja, wenn. Ja. Sollte ja auch irgendwann mal nicht. Aber wann? Keine Ahnung. Das ist es. Oh, 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 oh. Eieiei, bist du gut. Das gab viel Cash. Also. Wow. Das nennt man räumliche Sicht. Nee. Ach du Kacke, die Rauchen. Oh, ich weiß nicht, ob das die beste Idee war. Okay. Du kannst sie doch langziehen. Doch, das ist eine gute Idee. Ah, das? Ja, das war es vielleicht nicht so. Egal. Ich hab Knoten in mich genommen. So. Die Idee war sogar ganz gut. Ist richtig gut. So können wir nämlich hier ganz gut rumgeiern. Oh, egal. Das schön. Oh, Junge, Junge, alter Schwede, das ist echt krass. Kommt rein. Hopp! Ja, sicher, damit rechnet man natürlich. Ja, eben, das ist ja Sinn und Zweck, diese Sache. Ich kann den nicht triggern. Doch. Ah, das ist ja so eine Rakete. Oh, mein. Wechsel mal deine Ölwieser, oder auch nicht. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein! Nein! Nein, 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 das ist doch gemacht. Nein.
Sag mir nicht, wir stehen wieder am Anfang des Levels. Wir machen jetzt eben Cut. Das war's. Und doch, wir tun es nicht. Nein, wir tun es nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.